Wie viel Geld braucht man zur Gründung einer GmbH und Co. KG oder einer UG und Co. KG? Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf dem Unternehmensrecht. Und jetzt geht es um ein tatsächlich sehr häufig gefragtes Thema. Wie viel Geld braucht man denn tatsächlich zur Gründung einer GmbH und Co. KG oder einer UG und Co. KG, der kleinen Schwester der GmbH und Co. KG? Warum kommt die Frage immer wieder auf und warum wird das immer wieder thematisiert, und zwar vor allem bei den Gründungsberatungen? Weil es ein relativ komplexes Thema ist. Und komplex ist es deswegen, weil hier zwei Gesellschaften gegründet werden und nicht nur eine. Um Ihnen eine möglichst gute Hausnummer zu geben, möchte ich eine feste Aussage treffen. Zunächst einmal zur GmbH und Co. KG. Und wir raten unsere Mandanten dazu, alles in allem eine GmbH und Co. KG mit einem Betrag von 12.600 zu gründen oder mit einem Betrag von 13.500 Euro. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich auf diese konkreten, aber krummen Zahlen komme, dann möchte ich Ihnen das jetzt mal ein bisschen darstellen. Und zwar wird zuallererst eine GmbH gegründet, die Verwaltungs GmbH bei der GmbH und Co. KG. Und diese wird in den meisten Fällen, ich sage auch bewusst in den meisten Fällen, mit einem Betrag von 12.500 Euro gegründet. Klar, es gibt auch ganz viele Fälle, da wird sie mit 25.000 Euro gründen, aber das ist die Minderheit der Fälle. Das sind statistisch gesehen, ausgehend von den Gründungen, die wir haben, etwa 20 bis 30% der Fälle nur. Meistens wird eine GmbH dann doch mit 12.500 Euro gegründet, im festen Glauben daran, dass es zu keiner Liquiditätskrise kommt und dass man als Gesellschafter den Rest nicht nachschießen muss. So. Das sind also zunächst einmal die 12.500 Euro. Und danach wird von der Verwaltungs GmbH, die ist dann die Komplementärin, zusammen mit den Menschen, mit den Gründern, dann die KG errichtet. Und die KG, die wird errichtet in meiner Beratungspraxis meistens mit den folgenden zwei Beträgen, entweder mit 100 Euro oder mit 1000 Euro. Warum sage ich diese zwei Beträge? Sie können die auch mit 3 Euro gründen, mit 1 Euro. Mit 7 Euro, das ist alles möglich. Ich rate meinen Mandanten meistens dazu, sich für 1000 oder für 100 Euro zu entscheiden, weil das sehr gut teilbare Beträge sind. Die meisten Gründungen, die wir haben, das sind meistens schon zwei Personen. Das ist ein gut durch zwei teilbarer Betrag. Bei drei Gründern würde ich vielleicht einen durch drei teilbaren Betrag nehmen. Und ich sage vor allem, ich rate meistens zu einer Summe von 1000 Euro und die Mandanten entscheiden sich meistens zwischen diesen 1000 Euro oder 100 Euro. Warum? Weil man durch einen Registerauszug feststellen kann, mit was für einem Betrag gegründet worden ist. Und ich finde immer, wenn Sie als Unternehmer dann von außen im Hinblick auf Bonität und so weiter von irgendjemandem in der öffentlich zugänglichen Auskunftei ausgecheckt werden, wenn jemand sich für Ihre Gesellschaft interessiert, ist es immer nicht schlecht, einen etwas höheren Betrag als Stammkapital stehen zu haben. Deswegen rate ich meistens zu diesem Betrag. Vielen ist das egal. Viele sagen, 100 Euro genügt komplett. Da gründet man es mit 100 Euro. Man könnte es sogar mit 3 Euro gründen. Und dann reicht es zur Gründung die Einzahlung von 3 Euro. Aber ich finde, das ist schon so eine Art Minderbetrag. Also davon rate ich immer klar ab. Und deswegen, so kommen die beiden Beträge zustande. Und wie Sie gerade gemerkt haben, das waren dann jeweils 12.600 Euro oder 13.500 Euro. Und was passiert als nächstes? Was ich Ihnen vielleicht unterschlagen habe, es ist die Konstellation möglich, dass Sie durchaus noch weiteres Geld privat vorhalten müssen, weil wenn Ihre KG nun sofort auf Ausgaben trifft, wenn sie Ausgaben tätigen muss, braucht sie Liquidität und diese Liquidität kriegt sie am Anfang nicht von der GmbH, sondern sie kriegt sie am Anfang von Ihnen privat. Sie geben der KG also ein Privatdarlehen in Höhe von so und so viel Euro, wie viel auch immer Sie für Ausgaben der KG benötigen. Und dann nach dem Ablauf eines sogenannten Anstandsjahres, man nennt es Anstandsjahr, gewährt die Verwaltungs GmbH der KG ein Darlehen in Höhe ihrer Stammeinlage. Das heißt, die
GmbH, die gewährt der KG ein Darlehen in Höhe von 12.500 Euro und dieses Geld hat die KG nun zur Verfügung, um damit ihre Ausgaben zu tätigen. Wie gesagt, ich spreche hier von einem Anstandsjahr, weil es gibt zahlreiche Rechtsprechungen dazu, ob es so anerkannt wird, ob dann auch weiterhin zum Beispiel die Enthaftung besteht, ob man das überhaupt so machen darf. Und es gibt dazu keine einheitliche Meinung. Viele lehnen es auch komplett ab, überhaupt ein Darlehen zu geben von der Verwaltungs GmbH an die KG. Aber in den meisten Fällen funktioniert es doch. Und die rechtlich längst vorkommende, aus der vielfach vorkommenden Rechtsprechung, Frist ist da das sogenannte Anstandsjahr, also ein Kalenderjahr ab Gründung. Und daraufhin verfügt die KG über diesen Betrag, kann ihn auch ausgeben und kann ihnen dann das Privatdarlehen zurückzahlen, das sie ihr zuvor gewährt haben. So. Und so habe ich Ihnen den ganzen Prozess dargestellt und auch vor allem die Summe dessen, was Sie als Einsatz benötigen, um eine GmbH und Co. KG zu gründen. Und bei der UG und Co. KG, da läuft es komplett analog ab. Da habe ich mich jetzt dafür entschieden, Ihnen eine Summe von 1.100 Euro zu nennen. Und der Ablauf ist genau derselbe, den ich gerade geschildert habe, nur mit dem Unterschied, dass eine UG gegründet werden wird, und zwar mit einem Betrag von mindestens 1.000 Euro. Das 1.000 Euro, das ist der Betrag, den wir meistens anraten, wenn uns keinerlei Daten weder vom Gründer vorliegen, wenn der Gründer also keine Aussage treffen kann, was für voraussichtliche Einnahmen er haben wird, wie viele Ausgaben er haben wird, wenn er einfach nur gründen will. Deswegen sage ich 1.100 Euro, 1.000 Euro für die Verwaltungs-UG und 100 Euro für die KG. Ich hoffe sehr, dass dieses Infomaterial für Sie interessant und aufschlussreich war. Wir haben Sie eine Menge juristischer Informationen zur Gründung einer Co-KG, sei es als GmbH und Co-KG oder als UG und Co-KG, auf unseren Webauftritten bereitgestellt. Und wenn Sie selbst daran interessiert sind, eine solche Gesellschaft zu gründen, können Sie sich gerne alle Infos geben lassen, sich gerne eine Erstberatung geben lassen oder uns gleich online beauftragen. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.